Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Azkaban mit mir, dem Dagi LP. Und ja Leute, ich muss mich nochmal kurz erklären, ich bin schon wieder alleine in dieser Folge. Was ist denn hier schon wieder los? Warum schon wieder eine Folge, wo ich mit niemandem zusammen aufnehme? Ja, eine ganz kurze Antwort darauf, Leute. Ich bin immer noch hier dabei, die Treppenhäuser weiterzubauen. Heute wird wahrscheinlich die erstmal letzte Folge sein, wo wir die weiterbauen werden, weil ich euch in dieser Folge noch ein einziges Mal zeigen möchte, was genau ich vorhabe. Und ja, danach solltet ihr eigentlich genau sehen können, was genau ich geplant habe und solltet dann dementsprechend auch sehr gut entscheiden können, ob euch das Ganze so gefällt oder ob euch das Ganze so nicht gefällt. Und ja, ich dachte mir, bevor ich jetzt hier wieder 5, 6 Leute dazu hole und wir allesamt irgendwas am Machen sind, ja, würde ich den Fokus jetzt noch einmal auf das Treppenhaus legen, um euch dann eben nochmal am Ende der Folge zu fragen, Leute, wie findet ihr das? Findet ihr das gut? Findet ihr das schlecht? Und wenn ich jetzt halt total viele Leute noch dabei hätte, dann würde mich das halt erstens von dieser eigentlichen Aufgabe wahrscheinlich ein bisschen ablenken und zum anderen wären diese Leute wahrscheinlich dann an irgendwelchen anderen Aufgaben am Werkeln, die, ja, ich habe auch gar nicht genug Steine aktuell, Leute. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall am Samstag, wenn der nächste Livestream ist, Steine farmen. Das ist ganz, ganz wichtig und dann werden wir auch, ja, mit vielen Leuten wieder zusammenbauen, sodass diese ja einzelnen Etagen auch wieder mehr oder besser fortgeführt werden können. Ja, genau. Ja, also ich würde sagen, bevor ich jetzt hier wieder viel Quatsch und Zeit verliere, fange ich doch schon mal direkt an. Und zwar mit der allerersten Aufgabe für den heutigen Stream, wollte ich schon sagen, für das heutige Video. Ja, und das oder die erste Aufgabe, die ich jetzt übernehmen muss, ist die, dass ich jetzt das Treppenhaus anfange zu setzen und damit auch die allerersten Treppen, die hier gesetzt werden müssen. Ich frage mich gerade, ob das alles so gut aufgeht, wie ich mir das am Ende vorstelle. Aber, naja, probieren geht ja bekanntlich über Studieren, habe ich gehört. Ja, und deswegen sollte das hoffentlich irgendwie funktionieren. Und man muss natürlich, und ich glaube, das ist auch das Allerschwerste an dieser Aufgabe, man muss irgendwie ein Treppenhauskonstrukt verbinden oder hinbekommen, dass es ermöglicht, alle oder zumindest viele Ebenen auf einmal zu erreichen. Und ich glaube, da könnte auch eine riesige, ja, Schwierigkeit drin liegen, dass man das eben nicht so einfach hinbekommt. Aber ja, Leute, was soll ich großartig sagen? Wir probieren es einfach aus und wenn es klappt, dann klappt's und wenn es nicht klappt, dann, ja, dann klappt's halt eben nicht, genau. So, ja, jetzt zum Beispiel die Frage, wo würde ich die nächsten Treppen hinsetzen? Ich würde ja mal sagen, eigentlich, ja, oder warte mal, wir machen hier dieses komische, diesen Vorsprung nochmal ein bisschen weiter. Dann haben wir jetzt hier natürlich einen etwas größeren Bereich, wo keine Treppe gebaut wurde. Ist aber auch an sich nicht ganz, nicht ganz so schlimm. Jetzt kommen schon wieder hier die gemeinen Treppen am Start. Hallo, Treppen, wollt ihr mich verarschen? Nur weil ich Dagi LP bin, müsst ihr euch nicht absichtlich falsch setzen. Geht doch. So, ja. Also wir setzen die jetzt hier erstmal höher und müssen auch dabei beachten, wo die nächsten Zellen hinkommen. Und ja, ich glaube, da wird auch eine große Schwierigkeit drin liegen. Denn hier, dieser Boden ist absichtlich gesetzt, weil wir dann hier, beziehungsweise... Hey, Moment mal. Habe ich die Tür jetzt richtig? Doch, die ist richtig gesetzt. Man kommt auf diese Ebene hier. Ja. Und dann würde ich sagen, machen wir das doch erstmal hier ein bisschen breiter. Das ist das Teil da unten natürlich für einen, ja, für einen Jordan, aber egal. Dann machen wir das jetzt hier erstmal ein bisschen weiter und können dann gucken, ob das alles so auch gut miteinander verbunden werden kann. Ja, und während ich mich hier ein bisschen selber am Erfinden bin und hoffentlich irgendwas Schönes auf die Beine stelle, wo ich noch nicht so genau Ahnung habe, ob das am Ende der Fall sein wird, erkläre ich euch mal das Thema der heutigen Folge, weil es gibt zwei kleine bis mittelgroße Themen, die ich da behandeln wollen würde. Das erste Thema ist eins, was ich selber eingebracht habe. Und zwar habe ich mir gedacht, wie wäre es denn, wenn ich jetzt bei LBH sowieso sehr viel auf Kommentare eingehe, also weil ich ja sehr viele Kommentare in letzter Zeit auch einblende und so weiter, ihr habt es ja wahrscheinlich schon gesehen, dann wäre es doch gut, wenn ich dem, ja, kleinen Schwesterformat, also LBA, in dem Fall auch einen gewissen Sinn verpasse. Und ich dachte mir, ja, was wäre denn praktisch für LBA? Und da sind mir sofort Real Talk und Real Life Themen eingefallen. Und ich habe ja auch letztens gesehen, wo ich einmal über... Worüber habe ich da nochmal gequatscht? Über...
Oh, ich weiß nicht mehr, was das Thema war. Ihr wisst es wahrscheinlich noch, Leute. Ich bin wieder heute total durch. Ich muss sagen, ich nehme heute an dem gleichen Tag auf, wo ich auch die letzte Folge aufgenommen habe. Und Kopfschmerzen sind so real, Leute. Deswegen verzeiht mir da. Aber ich habe auf jeden Fall letztens schon ein Real Talk-Thema rausgebracht. Und das ist echt mega, mega gut bei euch angekommen. Und ja, deswegen dachte ich mir, wie wäre es denn, wenn wir die zwei Folgen, die als Folge eben auch kommen von LBA, dass ich die dann eben zu Real Talk-Themen oder Real Talk-Folgen mache und mir jede Folge ein anderes Real Talk-Thema raussuche, entweder aus euren Kommentaren oder eins, was ich selber irgendwie mit reinbringe und so weiter und so fort. Und auch das habe ich heute gemacht. Also ich habe heute auch wieder ein Real Talk-Thema am Start, was ich auf Twitter gefunden habe. Und ich denke, das ist auch ganz interessant. Und deswegen auch mal direkt die Frage an euch, Leute. Habt ihr interessante Real Talk- oder Real-Life-Themen, die ihr von mir gerne mal besprochen hören möchtet? Also das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir da ein paar Beispiele geben würdet. Mir würde bestimmt auch einiges selber einfallen. Nur der Vorteil, wenn ich euch frage, ist natürlich der, dass ich direkt auch weiß, was euch interessiert, was ja auch viel wichtiger ist als das, was mich selber interessiert. Also, ja, wobei, nicht immer. Ich würde auch sagen, manchmal sind die Themen, die ich selber interessant finde, wahrscheinlich auch durch die Tatsache interessant, dass ich sie selber interessant finde und sie deswegen auch interessant verpacken kann. Aber das heutige Thema, das stammt, wie gesagt, von Twitter und behandelt das Thema, sind Zuschauer für mich nervig oder beziehungsweise, welche Zuschauer sind für mich nervig? Und ja, das finde ich ist auch ein sehr interessantes Thema, weil, naja, es gibt ja für jeden eine andere Definition, was nervig bedeutet oder, ja, was man da als nervig erachtet. Und es gibt ja auch verschiedene Arten an Zuschauern oder an Abonnenten, sage ich mal. Grundsätzlich, und das ist der erste Satz, den ich darüber verlieren möchte, ich mag alle Zuschauer von vornherein, weil sie mir das ermöglichen, was ich hier machen kann, eben die Arbeit, die ich hier mache. Ohne euch Zuschauer da draußen wäre ich in Sachen YouTube wäre ich ein Niemand, natürlich nicht allgemein betrachtet, niemand ist ein Niemand, nur weil er kein YouTuber ist, aber auf YouTube-Ebene wäre ich ein Niemand ohne euch. Und deswegen natürlich bin ich jedem von euch auch sehr, sehr dankbar. Und sich jetzt hinzustellen und zu sagen, ja, der Zuschauer ist nervig und der Zuschauer ist nervig, finde ich immer absolut ungerechtfertigt. Und finde ich auch nicht okay von manchen anderen YouTubern, die teilweise auch ihre eigenen Zuschauer kritisieren, dafür, dass sie eben, ja, vielleicht weniger Klicks machen oder so. Da gibt es ja vielleicht den einen oder anderen YouTuber, den ihr auch selber kennt, der das schon mal gemacht hat. Ich finde das... Ja, ich kann gar nicht so das ausdrücken, wie schlimm ich sowas finde. Ich finde das absolut, unkorrekt. Und deswegen, Leute, mein erster Satz, den ich zu diesem Thema verliere. Mir sind alle Zuschauer super, super lieb, weil sie mir das ermöglichen, was ich hier mache. Und das ist natürlich für mich eine Riesenehre, eine Riesensache. Und ich freue mich darüber einfach nur unglaublich. Und das war mir jetzt wichtig, am Anfang nochmal zu sagen. Jetzt nochmal gerade ein ganz kurzer Cut. Ich muss eben kurz gucken, dass ich hier keinen Fehler mache. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, am fünften Stein wurde dann die nächste Ebene gesetzt. Warte mal. Doch, ja, fünfte Stein. 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, diese Ebene ist dann einen zu hoch. Oder bin ich jetzt Banane im Kopf, Leute? Wartet nochmal kurz. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ist 5 Steine. Okay. Dann müsste das jetzt hier... 1, 2, 3, 4, 5. Dann müsste das eine niedriger gebaut werden. Okay, machen wir mal eben kurz. Weil ich wollte eben kurz schauen, ob die Ebene, die ich jetzt hier setze, auch auf der richtigen Ebene ist. Also eben... Ja, Mann, wie erkläre ich euch das jetzt? Mann, das ist so schwer. Ich kann so Dinge einfach nicht erklären, Leute. Also, ich erkläre es mal so. Wenn ihr euch jetzt die nächste Zellenebene darüber vorstellt und auch hier den nächsten Boden, dann würde dieser nächste Boden, der übernächste Boden würde dann hier auf dieser Höhe liegen, während der nächste Boden auf der Höhe liegt. Und man muss jetzt immer das Ganze um 5 Steine nach oben versetzen, damit man auch bei der nächsten Ebene ankommt. Habt ihr das jetzt verstanden? Oder muss ich das jetzt nochmal... Leute, das ist der Struggle. Daniel und Dinge erklären. Das ist so ekelhaft. Ich kann es einfach nicht, Leute. Ich muss euch das alles praktisch zeigen. Deswegen, Leute, baue ich das jetzt auch in dieser Folge alleine. Und am Ende der Folge, hoffe ich, wird auch jeder wissen, was ich mir hierbei gedacht habe. Und kann dann auch nachvollziehen, ob das gut ist oder ob das schlecht ist. Genau. Also, jetzt aber zurück zum Thema. Ich möchte natürlich jetzt nicht zu diesem Thema nur sagen, alle Zuschauer sind mir total lieb und ich mag euch alle und ihr seid alle toll oder so. Weil dann hätte sich das Thema ja gar nicht gelohnt. Sondern ich möchte jetzt natürlich auch sagen, welche Arten von Zuschauern mir persönlich ja schon einen kleinen Dorn im Auge sind.
das ist natürlich immer schwierig zu betrachten oder schwierig zu sagen, aber ihr werdet gleich genau hören, was ich damit meine. Also grundsätzlich muss ich sagen, dass mir Zuschauer absolut kein Dorn im Auge sind, die zum Beispiel unter meine Videos schreiben, ich liebe dich, Dagi, oder so. Also jetzt könnte man natürlich denken, Daniel, du bist ja nur selbstverliebt und willst einfach nur gebauchpinselt werden. Ich würde ja nicht mal sagen, dass das komplett falsch wäre, weil jeder oder viele freuen sich, glaube ich, wenn man einfach solche Kommentare bekommt. Und ja, natürlich ist das natürlich auch ein bisschen übertrieben, wenn ein Zuschauer sagt, oh Dagi, ich liebe dich, du bist der Tollste, du bist der Beste, du bist der einzig Wahre. Das ist natürlich auch schon so ein bisschen übertrieben und klar, da muss man irgendwie mit ein bisschen klarkommen, keine Ahnung, aber ich weiß halt, dass die Person es sehr lieb meint und wahrscheinlich auch diese Intention dabei hatte, eben da ein Feedback dazulassen, was man halt positiv aufnimmt, wonach man sich besser fühlt. Und ja, seien wir doch mal ehrlich, Leute, ist doch schöner, wenn jemand sowas schreibt, als wenn er zum Beispiel stumpfen Hate ablässt. Und manche haben mich auch gefragt, ob ich sowas ja nervig finde, wenn ich solche Kommentare bekomme. Ich finde sie nicht nervig. Also, sie sind jetzt auch nicht so mega produktiv, sie helfen mir auch nicht unbedingt weiter, aber nervig sind sie auf keinen Fall. Sie zaubern mir maximal ein kurzes Lächeln auf die Lippen und das ist ja auch schon ein schöner Aspekt. Was mir allerdings auf die Nerven geht, das kam bisher in meiner ganzen YouTube-Geschichte erst ein einziges Mal vor, aber ich finde, es ist trotzdem wichtig, das einmal zu erwähnen. Und das sind Zuschauer, die die eigene Privatsphäre nicht berücksichtigen und nicht ehren, sag ich mal. Es kam bisher nämlich einmal vor, dass ich zu Hause besucht wurde von einem Zuschauer. Und ja, das ist eine unschöne Geschichte, ist auch schon ein bisschen länger her und die Person hat auch Reue gezeigt und wird wahrscheinlich sowas auch nie wieder machen. Namen nennen tue ich jetzt natürlich nicht. Ich sag nur so viel, ich hatte morgens oder abends oder mittags, ich weiß gar nicht mehr, hatte ich mein Fenster auf Kipp und auf einmal höre ich draußen Harry Potter Soundtracks laufen. Ja, ich bin natürlich absichtlich nicht ans Fenster gegangen, weil ich die Person nicht ein Erfolgserlebnis geben wollte, weil ich dachte, wenn ich das jetzt tue, dann ja, würde die Person das vielleicht häufiger machen, weil sie gesehen hat, es funktioniert. Deswegen habe ich mich absichtlich nicht am Fenster blicken lassen, aber oh Leute, jetzt sorry, ich muss nochmal kurz unterbrechen. Ich habe Angst, dass ich das hier falsch mache. Warte mal, die nächste Ebene. Vielleicht wäre es doch sinnvoll, wenn ich die Ebenen erstmal vorziehe. Ja, ich glaube, ich mache das auch, weil ich denke, dass ich auch hier wieder falsch liege. Moment, Leute, ich setze erst die Ebenen und dann geht's weiter. So, einmal hier hin und hui, einmal hier hin und dann setzen wir jetzt diese Dinger einmal weiter nach da. Ja, also solche Arten, also solche Zuschauer sind dann tatsächlich mir auch nicht ganz so lieb, weil es gibt immer so die Möglichkeit, mich auch mal zu treffen. Es ist zum Beispiel beim Festival, beim Elbenwald-Festival, bei Community-Treffen, bei vielen Möglichkeiten. Also es gibt ja, ist ja nicht gerade selten, dass ich irgendwo in der Öffentlichkeit, okay, ja. Es ist auch nicht so mega häufig, aber es ist auch nicht unmöglich, sagen wir es einfach mal so. Und jeder Zuschauer oder jeder Abonnent, der mich treffen möchte, könnte zwangsläufig irgendwann mal die Gelegenheit dafür haben. Und deswegen habe ich auch absolutes Unverständnis dafür, warum man Leute eben in ihrem privaten Umkreis besuchen muss, um die dann eben, ja, keine Ahnung, um mit denen zu interagieren, um mit denen zu reden oder wie auch immer. Also ich denke, das ist auch eine Meinung, die jeder YouTuber da draußen vertritt. Privatsphäre ist Privatsphäre. Man eröffnet als YouTuber so viel von seiner Privatsphäre, wie man selber möchte. Das ist eine freiwillige Sache. Und darüber hinaus sollte sich ein Zuschauer niemals das Recht rausnehmen, ja, die Privatsphäre des YouTubers zu stören. Oder generell, egal von wem, auch nicht von irgendeinem anderen XYZ-Promi oder wie auch immer. Also das sollte wirklich niemand. Und deswegen, das ist so das Erste, was ich da nennen würde. Und zu der Privatsphäre gehört natürlich auch, dass man jetzt, also nicht nur, dass man jemanden zu Hause nicht besucht, das sollte ja eigentlich irgendwo selbstverständlich sein, sondern natürlich auch, dass man gewisse private Informationen zum Beispiel über den YouTuber, wenn man sowas mal gehört hat oder wenn man, keine Ahnung, mal etwas so in der Form mitbekommen hat, was vielleicht privater ist oder so, dann sollte man sowas auch nicht unbedingt weitererzählen. Das finde ich auch persönlich immer sehr, sehr schwierig. Man sollte grundsätzlich das private Leben des YouTubers schätzen lernen und also schätzen lernen im Sinne von, dass man sie eben nicht mit Füßen tritt. Und ja, das ist so das Erste, was ich da nennen würde. Und was ich am allerallerschlimmsten finde, Leute, und das ist so das absolut Schlimmste, da kriege ich, ja, ich kann gar nicht deutlich genug sagen, wie schlimm ich sowas finde. Und da hatte ich auch letztes Mal ein kurzes Thema in einem Livestream darüber und würde das gerne jetzt auch nochmal gerade ganz kurz thematisieren. Und gemeint sind Zuschauer oder generell Leute, die zum Beispiel,
ja, mal in der DA waren und dann austreten, keine Lust mehr auf die Community haben und sich dann eben super kritisch über diese äußern und das nicht mal irgendwie mit Grundlage von guten Argumenten oder so, sondern einfach, dass man merkt einfach, sie haben einen Hasskick auf die Community, entweder weil sie die aus ihrem Leben streichen wollen, auf radikale Art und Weise oder, keine Ahnung, weil sie gerade irgendwie, ne, Probleme im eigenen Leben haben, man weiß es nicht, aber teilweise gab es da auch Leute in der DR, die dann die Community so krass und so böse kritisiert haben, dass man sich fragt, warum? Weil ich meine, die DR hat natürlich ihre schwarzen Schafe gehabt und hat sie vielleicht immer noch, das ist ganz klar, aber im Grunde vertreten wir hier echt gute Werte und das kann auch keiner, der es ernst meint, verneinen im Grunde, weil ich meine, wir können so viele Dinge erzählen und zeigen, die wir gemacht haben, die auf unsere gute Intention zurückzuführen sind. Und ja, ich weiß nicht, also ich finde es dann immer ziemlich schwierig, wenn Leute dann eben, ja, den Weg gehen und sagen, ja, ne, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich muss nochmal kurz, sorry Leute, ich bin wieder hier ein bisschen am Blödsinn labern, einfach nur deswegen, weil ich hier wieder mit meinem Baukonzept nicht so ganz klar komme. Ich glaube, es wird fast unmöglich sein, ja, die ganzen Etagen einzeln begehbar zu machen von einem Treppenhaus aus. Und lol. Ah, der Zocker ist da. Ich dachte gerade, letztens war nämlich ein Muggel hier in der Nähe. Und da dachte ich, ja, was ist denn da schon wieder los? Da mussten wir den leider auch vom Server bannen, weil der anscheinend von Hogwarts bis hier hingeschwommen ist. Und deswegen, ich habe da gerade den Namen gesehen und dachte, da muss ich doch jetzt mal direkt nachgucken, was da Phase ist. Nicht, dass da jetzt schon wieder irgendein Muggel von Hogwarts hier hingeschwommen wäre. Das wäre nämlich etwas böse. Nicht, dass wir es diesen Leuten nicht gönnen würden, auch mal irgendwie Spaß zu haben, sondern wenn die Leute von Hogwarts hier hinschwimmen, dann bauen sie die ganze Welt dazwischen auf und machen den Server dadurch unglaublich groß. Und dann, ja, gibt es Serverprobleme. Deswegen, also wir sind nicht einfach nur fies, sondern es gibt auch einen Grund, warum wir das verbieten. Aber ja, das ist jetzt auch nicht Thema dieses Streams und, ja, deswegen. Vor allem Stream, wieso sagt... Ja, ich habe mich schon dran gewöhnt, dass LBA sehr häufig gestreamt wird. Ich merke das schon. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Ich finde es einfach, oder ich fände es schön, wenn Leute, die sich der DA nicht mehr zugehörig fühlen, oder Leute, die sagen, ja, ich kann mich mit der DA nicht mehr so identifizieren und möchte gerne nicht mehr der Teil der DA sein, dass diese Leute ja einfach komplett ruhig sich verabschieden, am besten sagen, hey Leute, war nett mit euch, hat mir Spaß gemacht, war eine tolle Zeit, aber jetzt widme ich mich anderen Dingen oder jetzt ist mein Hobby ein anderes geworden, ich mag Harry Potter nicht mehr, keine Ahnung, was euch da halt in den Sinn gekommen ist, warum ihr das nicht mehr haben möchtet, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber dann herzugehen und über die Community zu ragen und diese auf böseste Art und Weise zu kritisieren und das nicht mal mit guten Argumenten, sondern einfach nur, weil man Frust hat irgendwie, das finde ich halt einfach total unfair, weil auch selbst wenn man irgendwie schwarze Schafe in der DA kennengelernt hat und durch die irgendwie ein schlechtes Bild entwickelt hat, darf man niemals von diesen einzelnen schwarzen Schafen auf eine ganze Community aus zehntausenden Mitgliedern, ja, das Ganze, beziehen. Das weiß ich nicht. Das sollte doch selbsterklärend sein, dass man sowas nicht machen darf oder sollte. Aber, naja, anscheinend nicht für alle. Und das finde ich halt wirklich auch mega, mega schlimm, weil teilweise verbinde ich ja auch mit diesen Leuten was. Ist ja nicht so, dass mir das irgendwie am Arsch vorbeigeht, wenn mir Leute oder wenn Leute die DA kritisieren, die vorher selber in der DA drin waren. Ganz und gar nicht. Ich bin ja teilweise dann, oder ich kenne die Leute, ich weiß, dass die sehr aktiv waren und dass die, ja, besonders aktiv auch in der Community waren, auf Twitter, wo auch immer. Und dann verbinde ich natürlich auch irgendwo was mit diesen Leuten. Nicht, dass sie mir alle so wie enge Freunde ans Herz gewachsen sind. Das jetzt vielleicht nicht, aber ich kenne die Person dann vielleicht noch als Person, die in der DA war, sozial war, wie viele hier in der DA natürlich. Und dann plötzlich erlebt man bei dieser Person so einen total krassen Charakterwechsel. So von 0 auf 100, so von harmonisch, sozial zu hau drauf. Und vielleicht sogar ein bisschen asozial. Und das ist halt eine Entwicklung, wo ich mir dann auch denke, schade, ich dachte eigentlich, die Personen, die in der DA sind, würden so die Werte der DA verstehen und würden die leben und das nicht nur in der DA, sondern auch darüber hinaus in ihrem eigenen Leben. Und dann bin ich teilweise auch so ein bisschen, ja, enttäuscht von diesen Leuten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da gab es halt in der Vergangenheit schon einige Beispiele, wo das so gelaufen ist. Und ganz ehrlich, Leute, auch mal an euch gerichtet, selbst wenn ihr noch in der DA seid, wenn ihr irgendwann mal sagt, Daniel oder DA, ich habe neue Hobbys, keine Ahnung was, dann bitte, bitte verlasst die Community auf freundliche Art und Weise, so wie ihr auch eingetreten seid, mit Herz und mit dem Herzen am richtigen Fleck, das wollte ich sagen. Und dann ist auch alles in Ordnung. Da würde euch keiner irgendwie sagen, du darfst die DA nicht verlassen, weil wir sind hier voll die Sekte und so. Nein, das sagt keiner. Jeder würde sagen, okay, dann wünschen wir dir noch ein schönes Leben, mach's gut, du bist jederzeit wieder willkommen, so wie Hogwarts wird dich auch die DA immer willkommen heißen. Und
Ja, so wäre es doch schön. Und ich verstehe nicht, warum das so schwer für manche zu sein scheint, aber naja, muss ich vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es ja auch das gerade das Sonderbare daran, dass man es nicht nachvollziehen kann. Aber das sind so die beiden Arten von Zuschauern, die mir da als erstes in den Sinn gekommen sind. Ja, ich bin gerade am Überlegen. Aber sonst... Ja, doch, eine Art von Zuschauern triggert mich tatsächlich. Das ist aber, ja, schwierig zu sagen, weil da kommt es natürlich auch immer auf die Person selber an. Und zwar Leute, die... Ah, Mann, wie sage ich das jetzt am besten, ohne irgendwie arrogant oder so rüberzukommen? Also, kennt ihr diese Leute, die einfach dumm sind? Also, nicht so lustig dumm oder nicht so verpeilt dumm oder, ne? Sondern einfach nur dumm. Und dann aber denken, sie würden was Schlaues sagen... Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr nachvollziehen, was ich meine, vielleicht könnt ihr es nicht nachvollziehen, aber sowas triggert mich halt einfach. Wisst ihr, ich bin selber ja ein sehr selbstironischer Mensch und ich sage mehr als oft, dass ich halt dumm bin, dass ich hässlich bin und alles. Das ist auch alles schön und gut, aber dann gibt's halt auch die Personen, die wirklich dumm sind. Also ich bin auch nicht clever, Leute, das will ich damit nicht sagen, deswegen meinte ich vorhin, wie kann ich das sagen, ohne dass es arrogant rüberkommt. Also ich weiß, dass ich nicht der Schlauste bin, aber ich weiß auch, dass es definitiv dümmere Leute da draußen gibt. Und was ich sagen möchte, ist einfach nur, wieso, keine Ahnung, ich finde es einfach unsympathisch, wenn Leute einfach selber des Öfteren zeigen, dass sie halt nicht selber die Hellsten sind, aber sich dann als die Hellsten darstellen oder glauben, die Deutungshoheit gefressen zu haben oder... Ah, das finde ich auch immer, immer ganz, ganz schwierig. Das ist natürlich ein Charakterzug, der natürlich auch irgendwo vielleicht zu der Person selber gehört. Und ne, ob man den jetzt kritisieren kann, mag mal dahingestellt sein. Aber das finde ich halt persönlich sehr, sehr schwer. Und damit komme ich halt selber... Ja, ich muss da immer sehr böse die Zähne zusammenbeißen. Das ist jetzt auch ein Fall gewesen, der erst letztens vor kurzer Zeit auf Twitter war. Sagt er jetzt natürlich auch keine Namen, aber vielleicht weiß auch der ein oder andere, worauf ich da hinaus will. Ich hoffe, das versteht keiner falsch. Jeder kann natürlich zu dem stehen, wenn jemand gut im Schachspielen ist, dann darf der oder die natürlich auch gerne sagen, ey, ich bin voll gut in Schach, das meine ich damit nicht. Aber wenn man etwas Dummes sagt und das dann als klug abstempelt, aber alle wissen, dass es dumm ist und falsch ist, dann und sich dann trotzdem als klug darstellt, stellen. Ach, das wollte ich da voll... Oh, ich Esel. Ich habe mich gefragt, was, warum bin... Ja, ich brauche Bruchsteine, Leute. Ich laufe nochmal kurz hin und zurück. Ich bin dumm, Leute. Tut mir leid. Ja, genau. Also, wenn man halt denkt, man würde was Schlaues sagen, aber in Wirklichkeit ist es falsch und alle wissen das und man beharrt aber darauf, dass es richtig wäre, dann ist das halt etwas, was mich sehr triggern kann, weil... Ja, wie kann man so überzeugt von sich sein, wenn man eigentlich, ja, wenn jeder checkt, dass es einfach nur dumm ist? So, naja, es ist ein kritisches Thema, Leute. Ihr merkt schon, ich struggle hier mit meinen Worten, weil ich wieder niemanden irgendwie auf die Füße treten will. Aber, naja, ihr wolltet ehrlich von mir wissen, was mich triggert an Zuschauern und das triggert mich halt, keine Ahnung. So, und jetzt weiß ich, wir haben keine Bruchsteine mehr. Das erklärt natürlich einiges. Ach, come on, Leute, ich will doch nur mal gerade eben da noch eine Sache bauen. Haben wir nicht hier noch irgendwo... wartet mal. Wir haben hier bestimmt noch irgendwo Kisten drin. Warte mal, da hinten waren noch... Oder wurden die... Ah, nee, die wurden im Livestream abgebaut. Ach, dammit, Leute. Okay, nee, dann können wir leider nicht weiterbauen. Dann sind wir jetzt leider in unseren Möglichkeiten ein bisschen eingegrenzt. Aber kein Problem. Wir haben ja im Grunde die Zeit auch gut abgehandelt. Also wir sind jetzt gut in der Zeit. Und ja, dann würde ich euch jetzt am Ende der Folge nochmal gerade eben zeigen, was genau ich vorhabe. Oder was ich jetzt hier gemacht habe. Das hier ist jetzt das erste Treppenhaus. Eventuell machen wir das nochmal ein bisschen breiter, dass eine Treppe 3 Steine breit ist. Müssen wir nochmal gucken. Vielleicht... Ja, oder wartet mal, ich mache das eben jetzt. Ohne Momento, dann probieren wir es doch einfach mal aus. Ja, Bruchsteine habe ich jetzt leider nicht, sonst würde ich das auch nochmal hier ein bisschen breiter machen. Dann auch hier natürlich. So. Und ja, den Rest mache ich später. Und ja, dann kommt man im Treppenhaus einmal hier hoch und kommt dann einmal auf diese Ebene. Dann kommt man hier, also kann hier weiterlaufen, geht die Treppe weiter hoch. Dann kommt man hier auf, Moment, diese Ebene. Das hier wird die nächste Ebene sein, also die... übernächste Etage, die dann hier folgt, genau, dann kommt man hier halt raus, also direkt auch neben einer Zelle, die hier gebaut wird und das ist die nächste, dann kommt man hier raus, was hier direkt die Etage ist und dann immer so weiter und so kommt man halt Stück für Stück bis ganz nach oben und kommt dann auch ja immer wieder an verschiedenen Etagen aus, sodass man sich aussuchen kann, auf welche Höhe man gehen möchte. Das wird auf beiden Seiten gebaut, das heißt, es wird zwei Treppenhäuser geben, vielleicht sogar drei, muss ich mal gucken
Und ja, das ist so die grundsätzliche Idee, die ich dabei hatte. Die Frage ist jetzt, ob das wirklich so gut umsetzbar ist, wie ich mir das denke. Ich hoffe es zumindest sehr. Und wir werden auch hin und wieder dann auch hier so Gänge reinbauen, damit man auch in höheren Etagen auf die andere Seite kommt. Aber wie genau, das werden wir dann noch gucken. Und ja, jetzt mal die Frage an euch Leute, die erneute Frage. Gefällt euch das Ganze so, wie ich es umgesetzt habe? Würdet ihr irgendwas korrigieren wollen? Oder habe ich irgendwo einen Denkfehler vielleicht? Dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und ansonsten, ansonsten auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das mit den Real Talk Themen in LBA findet. Also würdet ihr sagen, das ist gut so, wenn ich das so weitermache? Oder würdet ihr sagen, nee, Daniel, mach lieber, keine Ahnung, normale Harry Potter Themen folgen oder so? Würde mich interessieren. Und auch natürlich gerne eure Meinung zu dem heutigen Gesprächsthema, was mich auch sehr, sehr doll interessieren würde. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Gerne auch ein Abo auf meinem Logo. Und dann sehen wir uns wieder, also zumindest was LBA anbelangt, am Samstag beim Livestream um 18 Uhr natürlich. Und ansonsten auch wieder, warte mal, kommt heute noch ein Video? Eventuell ein extra Video. Ansonsten morgen sehen wir uns wieder um 14 Uhr bei einer neuen Folge von LBH. Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.